Ja, waren jede Menge gewaltige Eindrücke dabei. Ja, viele Chinesen, die am Flughäfen, an Hotels gewartet haben auf uns. Ja, sportlich hatten wir drei interessante Testspiele, auch gute Spiele gezeigt. Und von daher war, denke ich, eine gelungene Reise. Wir haben wenig gesehen, sage ich jetzt mal, von den Städten, aber das war jetzt nicht das Ziel. Ja, wir sind immer noch in der Vorbereitung, da gilt es, die Grundlage zu legen. Und ja, da ging es nicht darum, Sightseeing-Tour zu machen. Ja, war schon eine sehr schöne, aber auch intensive Reise. Aber ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß. Es war natürlich auch interessant, wieder mal was Neues zu sehen. Und ja, aber wir sind, glaube ich, auch wieder froh, zu Hause zu sein. Wir haben es gut hinbekommen. Also mein Gefühl sagt mir, dass es ganz gut geklappt hat, weil es geht nicht nur noch trainieren, sondern wir müssen auch den Verein repräsentieren. Und da ist China natürlich ein Markt, der dazugehört. Das wissen wir als Spieler auch. Und demzufolge haben wir uns damit arrangiert. Und ja, wir schauen mal, wie es am Ende sich auswirkt. Ich glaube, für die neuen Spieler ist es sehr gut, solche Termine, weil man kommt automatisch viel besser in Kommunikation mit den anderen und lernt sich viel schneller kennen. Von daher ist dann die Teamchemie gar nicht so am Leiden.